willkommen zum vierten Teil unserer Videofortbildungsreihe Psychische Störungen und ihre Relevanz im Rettungsdienst. In einer depressiven Episode haben Probleme, Freude zu erleben, haben wenig Antrieb, wenig beglückende Gefühle und haben auch große Probleme in der Bewertung. Und nur dann, wenn diese Phase 1-Reaktion passiert ist, nur dann kann im Prinzip die Phase 2-Reaktion stattfinden, nämlich dass jetzt nochmal bestimmte körpereigene Moleküle an die Wirkstoffe rangedockt, die Dopaminrezeptoren in unserem Belohnungszentrum massiv aktivieren. Das ist zum Beispiel, wenn man Kokain konsumiert. Die Chemische wurde etwas entfernt. Jetzt blicken wir auf die mittlere Seite, auf die mediale Seite. Seit immer einen höheren Sympathikus-Tonus. Er wird anfangen zu zittern. Das heißt, man kann das schlecht jetzt so klar trennen, wie man es vor einigen Jahren noch gemacht hat. Man kann natürlich trotz allem sagen, dass es durchaus Substanzen gibt, die eher. Vielen Dank, Damir, für dieses Interview mit dem Blick. Wie kann der Rettungsdienst aus dieser Fortbildung profitieren?